Interprofessionalität gut, ja, haben wir immer betrieben. Das ist nichts Neues. Es muss nur halt definiert werden, wer am Ende die Verantwortung trägt. Wir Fachärzte müssen lernen, dass wir immer weniger werden, dass wir unsere Arbeit konzentrieren müssen. Und dafür kann es wichtig sein, ärztliche Arbeit zu delegieren, aber nicht zu substituieren. Solange die Verantwortung bei den ausführenden Fachärzten liegt, ist an eine Substitution nicht zu denken. Ändern. Ich glaube, Teams in Zukunft werden viel auf derselben Ebene agieren und miteinander arbeiten. Es wird eine Führung brauchen. Diese Führung wird auch häufig sicherlich beim Arzt oder bei der Ärztin liegen. Es kann aber durchaus sein, dass auch der oder diejenige mit der besten Kompetenz für die jeweilige Prozedur dann auch mal die Führung übernimmt. Das sind Ergebnisse, die wir heute auch zeigen konnten. Und dementsprechend wird eine lockerere Führung, eine Führung auf Augenhöhe sicherlich für die Zukunft ein Thema sein. Für Gesundheitsteams in der Zukunft, wie und welche Aufgaben dann übernommen werden, da müssen wir dann, glaube ich, im Detail noch mal drüber schauen. Also die jungen Ärztinnen und Ärzten sind, denke ich, sehr, sehr optimistisch oder wünschen sich mehr Interprofessionalität. Es ist so, dass momentan einfach ein Arztmangel herrscht und man einfach schauen muss, wie man Aufgaben delegiert oder auch substituiert. Und da ist noch viel Luft nach oben, wie man sowas gestaltet. Und wir sind sehr, sehr stark für mehr Interprofessionalität und wünschen uns, dass das Thema weiter auf der Agenda steht.